Moin Kinders und willkommen bei Cheap Mr. Z. Ich bin heute für euch beim Lidl unterwegs und habe für euch ein Dundalgan. Ich habe keine Ahnung, wie man richtig ausspricht. Dundalgan. Dundalgan könnte sein. Gold Shield Classic Blend Irish Whisky. Kostet 10,99 Euro beim Lidl. Spannend ist, den gibt es in unterschiedlichen Designs. Also es gibt ein richtig modernes Design und es gibt dieses Design. Ob das jetzt ein Unterschied ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich finde, Lidl hat auch die gleiche Krankheit wie Aldi. Guckt mal, ich weiß ja, ob das vernünftig... Seht ihr diesen... Da sieht man das Cuttermesser, das da oben durchgegangen ist. Na, so kann man es ganz gut sehen. Ne? Also die schneiden auch ruckzuck ihre Kartons auf und da ist das einfach mal durch die Buddel durch. So, also 10,99 Euro beim Lidl. Und wie gesagt, im Laden findest du diese Flasche. Online findest du eine Flasche im modernen Design. Deswegen vermute ich mal, werden die einfach das Design geändert haben und werden dann vermutlich jetzt im Laden noch die Reste abverkaufen und dann wird bald alles neues Design sein. Ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, es ist trotzdem der gleiche Whisky. Es steht einfach, oder ist einfach nur ein anderes Etikett drauf. So, wir haben auf jeden Fall eine reine Ex-Bourbon-Reifung und es ist ein irischer Blend. Ich weiß gar nicht, ob hier noch was anderes drauf stand. Außer, dass der gefärbt ist. Ja, gefärbt ist er und hat 40%. Sonst steht hier eigentlich nicht viel drauf. Aber 10,99. Bei Aldi haben wir ja auch schon mal einen gehabt. Den Gallantry oder Gallantry. Den wir da im Video hatten. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Vermutung, weil die preislich sehr ähnlich sind und die Flasche auch schon sehr ähnlich aussieht, könnte das vielleicht der gleiche Whisky sein. Ich weiß es aber nicht. Man weiß ja nicht, wie das mit den Discountern so läuft. Aber hier steht auf jeden Fall eindeutig drauf, Lidl Stiftung und Co. KG. Naja. Gut, ich würde sagen, wir halten mal bei dem Lidl Whisky die Nase rein und gucken mal, ob wir so ein Glas haben. Los geht's, Kinders. Riecht irgendwie nach nix. Es kommt kaum was aus dem Glas. Oh, hier riecht es schön nach Ex-Bourbon-Reifung. Boah, aus der Bulle riecht es richtig nice. Aus der Bulle riecht es total krass nach Vanille und Aprikose. Aber warum habe ich das hier im Glas nicht? Im Glas ist einfach nix. Leute, ehrlich, aus dem Glas kommt nichts. Fast gar nichts. Ich muss mal gucken. Ist mein... Ah ja, das ist noch da. Ich habe schon Angst gehabt, das wäre verschwunden. Das ist aber komisch. Warum riecht der denn nach nix? Es ist super, also wirklich, wenn du hier die Nase dran hältst, super intensiv, super viel Vanille, Aprikose, ein bisschen Pfirsich. Aber aus dem Glas kommt gar nichts. Das verstehe ich nicht. Ja gut. Was soll ich jetzt machen? Es riecht einfach nach nichts. Also man riecht schon, dass du eine Spirituose im Glas hast, also was Hochprozentiges, aber nicht... Dass ich da irgendwie, ich kriege gar kein Aromen. Probieren wir mal. Also auf euch, Kinder, Slange. Und das ist wie Wasser. Das schmeckt nach nichts. Das ist Wasser mit irgendeinem alkoholischen Geschmack. Es schleicht sich so ein Hauch Vanille da rein. Aber dieses intensive, gut, ich meine jetzt am Flaschenhals riechen ist auch ein bisschen unfair, ne? Aber dass da so ein krasses Aroma rauskommt, der einfach geschmacklich gar nichts abliefert. Ich probiere das nochmal.
abgedreht. Das ist absolut abgedreht. Also ja, das ist sehr mild, es ist super wässrig, es hat einen ganz, ganz leichten vanilligen Touch so in die Richtung. Hat auch so eine leichte, leichte Süße dabei, aber ansonsten merkst du einfach, dass du Alkohol trinkst. Es ist wie als eine geschmack- und geruchlose Spirituose trinken. Es ist einfach, ich könnte auch prima Sprit trinken, der runterverdünnt ist irgendwie. Also catcht mich überhaupt nicht. Da kommt doch einfach nichts. Also jetzt selbst nach dem Probieren schleicht sich auch so eine leichte Vanillenote durch, aber gut, also das Ding ist maximal zum Wegschädeln. Also ganz ehrlich, das ist, ich meine, wir suchen hier natürlich nach Whiskys, die günstig sind, die bezahlbar sind, wo man auch im unteren Preissegment vielleicht richtig geile Sachen findet, aber das hier, da kannst du auch Korn trinken, ohne Reifung, weißt du, was ich meine? Und selbst der wird wahrscheinlich mehr Aromen haben als das Ding hier. Also das ist nichts. Ganz ehrlich, Leute, das ist, da brauche ich nichts mehr zu sagen. Also ganz ehrlich, das ist 1 bis 2 Daumen hoch. Ich meine, das brennt jetzt nicht, es ist nicht unrund oder so, es ist alles irgendwie gut, aber ist für mich einfach komplett Thema verfehlt. Also das hat für mich mit Whisky so in der Richtung erstmal gar nichts zu tun. Und dann für 10,99 Euro kann man, glaube ich, lieber den Queen Margaux 3 Jahre holen für 6,99 Euro oder 7,99 Euro, was der mittlerweile kostet. Ich habe keine Ahnung. Also, wenn ihr den mal im Glas hattet und mal probieren konntet, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wie ihr den fandet. Oder ob das vielleicht auch so ein Whisky ist, den ihr euch auch regelmäßig kauft. Kann ja sein, dass jemand sagt, wow, das Ding ist so geil, das hole ich mir immer. Also wie gesagt, mich catcht der überhaupt nicht. Mich holt der gar nicht ab. Aber bin gespannt. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal, ganz wichtig. Und wenn ihr Lust habt, schaltet in nächste Woche Freitag wieder ein, wenn ich hier wieder Whisky unter 25 Euro für euch verkoste. Bis dahin, schön gesund bleiben. Euer Cheap Mr. Z.